Hallihallo, Hallöchen mit recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Let's Play Omsi 2, der Omnibus-Simulator. Wir, und heute tatsächlich mal wieder wir. Ja, wenn du mich in den Bus kurz reinlässt. Ach so, weil der piept gleich ein bisschen. Klopf, ja, aber warten Sie kurz, ich setze mir mal kurz auf meinen Platz, dann mache ich mal ganz kurz da. Kurz reinlassen, dann fahre ich gerne mit Ihnen so. Mit. So. Ja, die Druckluft fehlt. Ich muss aber ein bisschen, ich puppe mal ein bisschen hier, ne? Okay, ich warte so lange draußen. Bitte warten Sie einen Moment. Ihr Auftrag ist in Bearbeitung. Die Tür kann... Na gut, jetzt sei nicht, ich nehme jetzt mal den Not... Ich kann auch mal Probleme... versuchen Sie aufzustoßen. Doch, die Tür war fest verschlossen. Okay, irgendwie... Sind wir jetzt in den Highlands? Warum? Weil da Dudelsack spielt. Das hat wirklich was, so ein Dudelsack, ne? Ja. Na komm, ich komm mal raus zu dich. Weißt du, okay, wie ich rauskomme? Was machen wir heute? Wir fahren einen Wanderbus. Ein Wanderbus? Nein, Wandershuttle. In den schottischen Highlands ist das unser Repaint. Jetzt, Repaint ist jetzt nicht ganz die... jetzt ist es jetzt funktioniert. Jetzt können wir sie aufstoßen. Oh, wunderbar. Oh, jetzt wird zu wenig Druckluft. Ja, aber jetzt kannst du zumindest schon mal einsteigen. Guck mal. Das ist aber toll. Dann setze ich mich nach. Ah, dieses fantastische Geräusch. Da kommt jeden Moment irgendwie so ein Riverdance oder so. Okay, wir schauen auch mal die Kasse an. So, Power, présente carte, s'il vous plaît. Aber wir sind doch in den Highlands. Wie kann das sein, dass wir dann eine französische Kasse haben? Wie kann es sein, oder ist das, weil das ein Wanderbus ist? Ja, der genau, der wandert, ja, ja. Von Frankreich Guck nach mal, Schottland das sehr wandert schöne, der. So. Oh. Ich muss nochmal ganz kurz die Laubenbachhütte schildern. Wo geht's hin? Ich frag mich doch nicht, wie der Teil ist. Irgendwas mit Hütte. Da. Laubenbach. Laubenbach. Huette. 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 Ah, ja, das Huette ist... Huette de Ville. Okay. So. Huette de Ville. Huette de Ville. So. Wir sind K-1000 zum engen Laub... Wow. Achso, stimmt. Ah, ich hab den Modus drin, der den, da anmacht. Den... Wie heißt das? Warnblinker. Warnblinker. Nicht Fernblinker. Der Fernblinker. Möchtest du eine coole Liniennummer? Nö. Lieblingszahl, also es hat einen Shuttle. 7. Easy Snack wird gekauft. So, zack. Bus, dankeschön. Als ob die jetzt hierher laufen. Nee, okay, der läuft nicht. Gut, fantastisch. So. Wir brauchen es dann, wenn Shuttle sind, wir halten am Bahnhof und dann halt am Ziel. Das heißt, ich hätte jetzt auch nicht großartig versucht, diesen komischen Modus auszuschalten. Dass wir... Fährst du? Dankeschön. Diesen Modus auszuschalten, dass der mit dem Warnblinker und so, das ist mir jetzt recht egal. Machen wir mal ein bisschen Fresh Air hier. Ah, okay. Und es macht Staubsaug. Ja, ja, der Motor ist, ich sag mal, sehr staubsaugig. So. Puff. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Moinsteigen. Einen wunderschönen guten Tag. Was habe ich hier echt die Kasse Fahrscheine hochgefahren? Sind überbewertet. Fahrscheine, Sparscheine, sag ich da immer. Wenn du willst, kann ich noch einen Fahrschein bei dir kaufen. Ja, das geht, dafür bin ich zu arg Schwabe, weil das kostet dann ja Geld. Ja, aber dann kannst du das zeigen. Ach so, na guck mal, wir können hier drücken auf Vented Tickets. Ja, da können wir jetzt auch Tickets auswählen. Voll, guck mal, das ist sehr, damit ich da mal eine Vorstellung von krieg. So, da. Fantastisch. Ach, ja, da kommt dann daraus. Schau mal, da sind da Kohlen. Oh. Was sind da? Ticket. Ah, da ist jetzt diese Karte drin. Okay, cool. Cool. Ja. Ach komm, es ist 11. Abfahrt. Ist übrigens die letzte Fahrt bis eben um 14 Uhr. Wir haben dann da oben das quasi... Das ist sportlich. Da muss man sehr lange im Asia-Bistro Goldener Drache sitzen. Nee, eben leider... Also, was heißt leider nicht? Wir haben unsere Pause oben, da wo der Wanderweg ja, anfängt. Nein, nicht wir. Ach, die Leute, die dann... Die Leute, die dann 3 Stunden auf den Bus warten. Ja gut, müssen. Wir warten 3 Stunden quasi oben in dem, da wo der Shuttle jetzt endet. Ah. Das heißt, wir könnten quasi selber den Wanderweg laufen. Ja, das ist... Ja, machen wir natürlich jetzt auch, ne? Das ist auch genau das, was wir jetzt vorhaben. Ich werde aber mal das Fenster mal ein bisschen öffnen. So. Ah. So, einen wunderschönen guten Tag, verehrte Fahrgäste. Jetzt willkommen hier im Ort unseres Wanderbusses zur... Du weißt, wie die Hütte heißt? Laubenbach. Okay. Huette. 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 Okay, na gut, den haben wir schon mal gebracht. Noch wenn wir anderen böse Bösewichte, die wir noch aufzählen wollen. Nee, gut.
Ja, was gibt es zu erzählen? Bad Kinzer, habe ich schon die Karte gesagt? Bad Kinzer V3. Ihr könnt alle die Videobeschreibung lesen. Ich mag die Bäume. Ich wusste nicht, ob das eine Allee oder nicht Allee eine ist. Eine Straße. Weil die Bäume nicht so nah an der Straße stehen. Und ich wollte sagen, gute Karte. Und dann dachte ich mir, gute Karte sagt man, wenn die Karte nicht gut ist. Und ja, Luisa ist verwirrt. Verwirrt. So. Muss allerdings immer dazu sagen, das hat auch schon ein paar Jahre schon auf mich. Ich habe mal geguckt, 2015 oder 2016. Ist trotzdem recht hübsch, muss ich sagen. Und also der Spline ist, glaube ich, auf der gibt schon ein bisschen das Spline. Warum habe ich überhaupt angehalten? Wir halten da gar nicht. Doch, hier, wenn. Ah, doch, Hauptplatz, da haben wir gehalten. Ups. Ja. Okay, jetzt halten wir nicht mehr. Jetzt sind wir in Shuttle. Schutlee. Wir sind nicht Rufbus, sondern Wanderbus. So. Wir sind ein Schutlee. Ein Schutlee. Was? Wir müssen dann nach links. So, ist frei. Jumai. Aber in Bayern sind wir tatsächlich. Das heißt, wir können... Wir sind in Bayern. Okay. Ach, nee, die coolen Ansagen haben wir jetzt gar nicht, ne? Oh, Mann. Ach. An alles haben sie gedacht, nur an das nicht. Ja, da Ansagen. Oh, da ist ein Mond. Die Karte war die, die hatte so coole Gongs. Wenn man 301 gibt's doch, ne? So. Haltestelle Bad Kinzau, St. Nikolai. Ja, ich wollte das mal gezeigt haben, weil ich feiere die E-Gitarre. Ja, das ist, Also nicht nur mal was anderes, sondern ne? Es ist, so. Ja, aber für so alte Leute stelle ich mir das... Nächste Haltestelle. Vor allem... Bad Kinzau, Hanewaldstraße. Vergleich das mal, wenn ich jetzt das Fenster zu habe, mal mit der Lautstärke des Busses. So. Ja. Ich drück mal Vollgas. So laut ist der Bus und dann kommt. Nächste Haltestelle. Bad Kinzau, Platz der Freiheit. Boah, weißt du noch früher im Zug immer morgens, wo die Ansagen aber so richtig laut gedreht waren. Oh so ja. Richtig, weißt du, bis so morgens so im Halbschlaf. Im zweiten ja. Wagen. Im ersten Wagen waren sie so leise. Dass du, wenn du im Halbschlaf warst, deine Haltestelle verpasst hättest. Oder Gong! Wow. Ist das die Lautstärke anders eingestellt? Also irgendwie, das ist immer so, teilweise immer rot, wenn man so laut redet. Luisa, du redest immer in so einer komischen Lautstärke. Ich muss dich dauernd lauter und leiser drehen. Ja, aber interessanterweise in so einer komischen Lautstärke, die man trotzdem irgendwie immer gut hört, außer manchmal. Die man immer gut hört. Außer manchmal. Außer manchmal. Achso, ja gut, jetzt haben wir natürlich die falsche Anzeige innen, aber... Ja. Die Leute wollen auch schon aussteigen. Huch, oh, das ist ein Bü. Ja, aber nur die eine Frau möchte aussteigen, die andere nicht. Nächste Haltestelle. Bad Kinzau, Stadtbücherei. Ja, okay, ja, aber ich schilder mal wieder, was wir eigentlich hätten schildern wollen, sollen, tun, haben, sein. Am Eisenwerk sind wir gerade. Mhm. Ja, aber wir sind natürlich ein Schutlee und deswegen Schutlee. Halten wir hier nicht. Wir sind ein Iris Bus, ein französischer Iveco, vorher hieß, war ja noch Iris Bus mit dem Namen. In Schottland. Mit dem nicen Dudelsack. In Bayern. Ja, alles zusammen, so. Musste ich jetzt in dieses Kaff oder hätte ich irgendwo links müssen? Da war doch nirgendwo was anderes. Ja, ich bin nochmal in der Innersicht gefahren. Das heißt, ich lege jetzt mal nicht meine Hand dafür ins Feuer. Guck mal, ach, da vorne, da steht doch Wanderbus. Was mich an was erinnert? An Wander? Ah, du machst Wander an. Ja, Wanderbus. Haha, jetzt haben wir sogar einen Wanderbus mit Wander im Bus. Fantastisch. Ach, guck mal, der Bus hat die aber auch schon nicht angemacht. Schau mal, da hätten wir zeitgleich abtimen können. Ach, guck mal, das ist das kleine, das ist das Nachtlicht und das ist das große Licht. Oh, das große Licht ist das schon erwachsen. Ja, aber irgendwie ist das trotzdem nicht komplett so. Das ist trotzdem nur die Hälfte. Ja, aber das reicht ja in der Regel auch. So. Oder liegen sie hier, ne? Ja. Wir sind 3,46 Meter hoch, wusstest du? Spannend, das ist ne? Hoch. Ja gut, das ist halt auch der Iveco Crossway LE. Ich finde das Repaint ganz cool. Ja, ich finde auch, die Matrix ist sehr schön scharf geworden. Also... Oh, scharfe Matrix. Die erinnert mich die hat an so Raupis. Ja, das dürfte die gleiche sein. Sei froh, dass du auf also mit der OBS-Aufnahme nicht das gleiche Phänomen hast, wie mit
Wie heißt das hier? Was? Mit der echten Kamera. Weil wenn du nämlich so einen Typ Matrix fotografierst, ist das fast nicht sichtbar. Das ist immer sehr pixelig. Das stimmt. Rollbänder, das hast du damals doch gesehen, ne? Rollbänder sind echt schön. An der Haltestelle, genau. Naja, wenn du mal überlegst, früher an den Bahnhöfen waren das ja so Flip-Dinger wie am Flughafen, so diese coolen Durchflip-Teile an den Bahnsteigen beispielsweise. Gibt auf ein paar Train-Simulator-Maps, gibt es das auch tatsächlich noch, dass dort das so dargestellt ist. Das ist ganz nice. So, da gibt es ja für die Zuggattung. Sieht sehr hübsch aus, schön bergig. Aber hier muss man echt aufpassen an den Seiten, weil... Ja. Guck gleich mal. Und dann sag nochmal weiter über aufpassen. Es wird gleich noch spannend. Nein, ich meine, da muss man voll aufpassen. Also die Gemeinde muss dann voll aufpassen, weil wenn die Hänge nicht bewaldet sind, dann gibt es Erdrutsch. Steinschlag und Erdrutsch. Und dann muss man das doch befestigen. So, nicht? Ja, ist richtig. Jetzt reden wir gleich nochmal über, wir müssen ein bisschen aufpassen. Nein, nicht wir müssen aufpassen. Die Gemeinde muss aufpassen. Da geht's rein. Nee, ist mal ohne Witz. Da geht's hoch. Ohne Witz? Ohne Witz. Das ist irgendwo in Brandenburg. So, Zufahrt zum Lauterbach Speicherkraftwerk. Das ist auch ein Name. Das ist, also, Heiner Lauterbach Speicherkraftwerk. Ich möchte mal anmerken. Karl Lauterbach Speicherkraftwerk. Oh, dass ich mit dem Spiegel... Ja, aber das... Warum ist der auch so weit? Also ich darf halt links nicht gehen, diese Nupsis kommen. Ich glaube, wenn er nicht klappt, kurz den Spiegel ein, den klappst du mir dann gleich wieder aus. Passt das? Ja, aber wobei, nee, wir sind ja vorbeigekommen. So, Hauptsache, wir packen da nicht. Ich muss in den unteren Spiegel gucken. Der obere ist, zum Glück sind Schranken, ich sag mal, beschränkt, kollidierbar. AKA gar nicht, so. Und jetzt geht es rund. Ja. Serpentinen. Das wird Serpentinen hier hoch. Oh, aber es sieht schön aus, muss ich sagen. So, ist aber ein komplett anderer Typ Karte. Also dafür, dass es diese typischen Omsi-Bäume sind, die Vierkant-Bäume. Lunadelbäume. Finde ich, sieht das echt hübsch aus. Lunadelbäume. Oi, jetzt müssen wir aber mal... Oh, nicht absaufen. Nein, ich kann nicht stehen bleiben. Okay, erster Gang. Easy Snack. Oh, da sind... Ich muss... Also, normalerweise fährt da so ein Vario, so ein Sprinter. Und wir fahren jetzt mit einem Iveco da hoch. Ja, allerdings der kurze. Ist ja 10 Meter. Deine Mutter fährt scheiße. Ist eigentlich der 10 Meter Bus. Das heißt, das ist nochmal, ich sag mal, eher machbar. Aber ja, trotzdem vielleicht nicht hundertprozentig optimal. So, erster Gang... Ja, das ist dann wie mit diesem Film, wo das Auto, wo der Bus also, eine Bombe hat jetzt und man ich nicht mal stehen bleiben darf. Anmerken, dass das, also der obere Spiegel ist irgendwie komisch. Ach nee, wobei, das sieht nur so aus. Was kann ich nämlich sagen? Sieht nur so aus, als ob der komisch ist. Nee, das sieht nur so aus, als ob ich kollidiere. Ich glaube, das ist wie mit dem C2. Der hat auch gerne solche. Können Sie nicht vorsichtiger fahren? Ja, da setzen Sie sich doch selber mal vorne rein und fahren Sie mal hier da. Das ist mit dem Bus. Also Sie haben die Wahl zwischen wir laufen. Rumsen hier ein bisschen links und rechts an oder wir rollen den Berg wieder runter. Was ist Ihnen lieber? So, als ob man hier nicht einfach hochlaufen kann. Vollgas! Ich fahr Vollgas. Schau mal auf mein Drehzahlmesser. Du kannst auch gerne die Drehzahlgabel nehmen. Ja, aber damit kann ich nicht schnappen. Wobei, oh, man kann schon kann mit Gabel runtergucken. Schnappen. Wo geht's da hin? Ah, da ist ein Blümchen. Ah, der Omsi-Himmel. Fantastisch. So, zweiter Gang. Ja, wunderbar. Boah, da haben wir ganz schön gegaucht, du alter Latz. Da will ich jetzt aber auch nicht drin sitzen wollen. Jetzt, glaube ich, musst du wieder den ersten ja, Gang, oder? Safe. In der Kurve. Der versauert mir sonst. Oh, oh, oh. Ich habe immer links halt Angst mit den Nupsels, ne? So, jetzt können wir ein bisschen weiter ausschwenken. Also, bin ich da... Also Bäume sind zum Glück okay. Bäume finde ich persönlich in Ordnung. Bäume sind okay. So, also naja, Schaltwagen, wobei das, glaube ich, besser ist als die Automatik, weil dann kannst du selber halt noch kontrollieren, wenn du jetzt in welchen Gang schalten willst und überlässt halt nicht dem Bus. Ja, ist wirklich weit weniger kompetent. Also der Manuel kann halt besser. Wegen, plädiere Gehen ich für... Gehen wir jetzt eigentlich die Heidi besuchen? Warum? Naja, weil die doch in den Bergen wohnt, wo so tolle Bäume sind. Oh. Toll. So. Jetzt sind wir schon gleich da. Jetzt können wir den... Ich glaube, aber ein bisschen hoch geht's nochmal, aber... Eieiei, das ist ja nochmal schlimmer hier.
So Ewigkeiten bin ich ja schon mal gefahren, aber... Ja. Oi, oi, oi. Ja, wenn der zweite Gang, guck mal, da versauert man. Das passt auch mit Vollgas nicht. So. Vollgas, Co. Ja, das brauchst du auf jeden Fall. Also wenn ich... Wenn du da hier irgendwelche Schienen... Oh, nee. Gute Nacht. Ah, okay, interessant, dass genau in dem Moment der Spieler kurz zu sehen war. Nee, aber das finde ich gut, dass EWQ hier eingesetzt wird, dann ist er schnell kaputt. Nein, ich habe natürlich auch ein Herz für EWQs. Oh, das ist easy snack. So, jetzt kann man da ein bisschen runtergucken, wo wir herkommen. So. Vergiss nie, wo du herkommst, Boo. Ach, guck mal, da sind wir aber gleich da. Das hat tatsächlich recht gehabt, ich glaube zumindest. Ja, wobei, ich sehe noch ein bisschen Berg vor uns. Naja. Solange wir nicht runterfallen. Nee, erster Gang, easy snack. Oh. Oi. So, da passt auch links, easy snack. Haben wir auch nicht den Berg hier geknutscht? Nee, gut, wenn ja das Plastikgeschösschen hier, da passiert nicht viel. Oh, ja, easy. Ja, jetzt sind wir doch gleich oben, ne? Weiter hoch geht doch irgendwann schon gar nicht mehr, sagen, also, ne? Wobei wir auch schon oft gewandert sind und immer gedacht haben, ach, guck mal, ja, da oben, sieht aus, als wären wir gleich da. So höher ist doch gar nicht mehr. Ja, okay, es geht irgendwie immer höher. Wobei jetzt sieht man ja, dass da der höchste Teil ist. Oh, kann man da links runter gucken? Ja. Oh, ist wie im echten Leben. Da sieht man unten nämlich den Boden schon gar nicht mehr, ne? The bone. Nur weil er den Omsi nicht so darstellbar ist, meine Güte. Ja, du, weißt du noch, als wir auf dem Berg gekraxelt sind? Ja, einmal. Ja, das eine Mal, wo wir wandern waren, ansonsten... Nein, das eine Mal, wo wir auf einem hohen Berg wandern waren, da sieht man irgendwann unten. Meinst du vor Pallern am Bodensee oder welchen Berg meinst du jetzt? Ja, den zum Beispiel auch. Ah, zweiter Gang geht ja gar nicht klar. Uiuiui, ach, gewittert das gerade. Ja, es hat gerade richtig. Ja, also wir sind ja gleich da. So. Ne, ich glaube, brauche ich nicht mehr schalten. Also, das ist ein Witz. Du brauchst es auch, glaube ich, nichts ausstecken, weil, wenn, dann geht das hier auch kaputt. Na super. Ja, nee, das ist eh nicht mehr, glaube ich, so ein krasses Thema mit Überspannungsschäden im. Also innerhalb von Gebäuden. Also ich glaube, auf dieser Straße, wo wir gerade, auf diesem Straßenabschnitt, wo wir gerade gefahren sind, da hätte ich im Real Life mit dem Bus nicht langfahren wollen. Da wäre ich lieber gewandert. Weil rechts und links, wo es dann so krass runtergeht, da hätte ich viel zu sehr Angst, dass das geht. Wenn du so einen kompetenten Fahrer hast wie mich, da hätte ich halt die Augen. Guck mal, halte Stele. Nein, das hat doch nichts mit deinem Schatz zu tun. So, nein, natürlich nicht. Guck mal, und hier oben Plöpp. Ist... Natürlich ein Gasthaus. Jetzt fährt man da hoch und dann muss man erstmal ins Gasthaus sitzen. Das war so anstrengend. Ja, herum, aber uhrzeittechnisch schon mal kurz zu gucken, wo ist denn hier die Null da? An der Laubenbach-Huette. Als ob ich hier gar keine Uhrzeit habe. Als ob ich hier keine Uhrzeit anzeigen kann. Ja, okay. Ja, da sind wir. Nee, nicht ganz. Feststellbremse. Auf damit. Miep, miep. Und ja. Da sind wir. Zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Okay. Ja. Haben wir aber geschafft. So schon war es doch gar nicht. Netten, tollen, schottischen Bus. Schottisch-französisch in Bayern. Le was. Mit einem wunderschönen Repaint. Da kannst du ja nochmal so eine Runde um den Bus drehen, damit man das von jeder Seite sehen kann. Ich kann den Motor mal ausmachen, wir müssen hier stehen. Ja. Ja, gut, aber nein, das macht der Zukunfts-Josh. Ich mach's erstmal Pause, macht's gut. Für etwas einschalten, für etwas zuschauen. Nee, warte mal. Warum ist das gemutet? Neuer Versuch. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs dabei sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Let's Play von Omsi 2, dem Omnibus-Simulator oder natürlich auch gerne woanders, ne? Macht's gut. Tschüss.